Guten Morgen. Sieh mal das hier an, Skadi. Nein, da waren 10. Hä, was hast du da? Das hier ist voll, Wahnsinn. Danke. Hast du den Ticket? Ja. Heute wird im Keller der Schrott ausgeräumt. Also der Kram, was sich über das letzte Jahr angesammelt hat von den ganzen Mietern und Mieterkellern, die hier räumt wurden. Das wird heute alles ausgeräumt. Hast du mir eine Büchse rausholen? Nein! Rotbüchse? Dankeschön. Du kriegst sogar ein Brot geschmiert. Jetzt ist es meine. Ah, zack. Der Lumen kommt mit in die Schule. Heute ist Lumen lernt die Schule Kennenlerntag. Und ich bin dann wohl gespannt, wer meine Patin sein wird. Aha. Kannst du mir schon vorstellen. Wer? Ja. Papa, sag's mir. Vielleicht Katharina. Ach, Mann. Wieso nicht ich? Weißt du warum? Der will, dass ich noch andere Lumi das lerne. Genau, weil sonst lernst du ja nicht andere kennen. Und Papa ist ja immer so. Ja, die Lumi hat die Häufen beim Einliefern noch. Da haben wir jetzt noch was gebracht zu Bayer ins Auktionshaus. Ist die ganz kompliziert? Ah, nee, meine Ziel. Ja, genau, das ist nicht deine. Und von letzter Woche ist alles weggegangen. Alles weg. Kannst du im Moment einliefern, was du willst, Lohe. Einfach nur Akten packen, weg. Akte weg, Akte weg. Jeden Tag komme ich jetzt mit einem. Also, wir kommen immer nur diesen Tag hier. Immer mittwochs? Mhm. Ja? Immer mittwochs komme ich in eine Schule mit, um sie hinzubringen. Weil es ist immer Mittwoch mein freier Tag. Genau, Mittwoch ist dein freier Tag. Da hast du deine Therapietermine. Und damit Lumen sich vorbereitet auf die Schule, dass wir da halt hin müssen und dass es nicht ganz so fremd ist, müssen wir sie halt schon ab und zu mal mit hinnehmen. So immer. Und dann, irgendwann geht sie da ein paar Jahre hin, hoffentlich. Und hoffentlich geht es dann alles gut. Ne? Deswegen kommt sie mit, früh morgens. Und dann kommt sie halt auch bei mir mit, früh morgens. Das ist ja auch gut. Ja. Freut mich ja auch. Weil der mit der Klassenklauen. Hä? Klassenklauen. Ja, Klassenklauen wirst du bitte nicht. Da musst du genau aufpassen, dass du genau das nicht wirst. Der Klassenklauen. Ist das lustig? Ja, lustig kannst du sein, aber nicht launig. Gut, jetzt fangen wir ab nach Hause. Ah, kurz Internetcheck, was so geht. Im Netz und Umgebung. Will einer das Armband haben? Ach, Quatsch. Hat eine Bewertung. Ist doch Quatsch. Da hat einer geschrieben auf eBay, der möchte mir heute Morgen 10.000 Euro überweisen und ich soll dann gleich verschicken, weil Zeit und so. Ja, keine Zeit und er macht auch ein bisschen mehr drauf, also viel schneller geht. Was für ein Scheiß, wie unseriös ist das denn? Und hat nur eine Bewertung. Ja, von Telefonkartenanbieter, der eben die Telefonnummer zur Verfügung gestellt hat, mit der er sich verifiziert hat. Ganz toll. Wer soll denn das loben, ey? Gar keine Kommentare auf YouTube, kurioserweise. Keine Kommentare mehr, die Leute sind kommentarfaul geworden. Dabei sind Kommentare doch so wichtig. Und ja, ich sage es nicht jedes Video an. Bitte kommentieren, bitte einen Daumen nach oben. Aber eigentlich müsste ich das. Ich weiß nicht, ob ich das in Zukunft machen soll. Weil es ist wirklich wohl wichtig für irgendein Ranking auf YouTube, dass man da auch zu sehen bleibt. Und sichtbar ist, das sind die deren internen Parameter, die sie da haben. Deswegen immer, gebt einfach einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, ist mir auch egal. Hauptsache irgendwas passiert auf dem Kanal, irgendwelche Kundenbewegungen habe ich. Das ist so wie beim Konto. Ja? Du musst rühren. Du musst rühren, genau. Da muss sich was bewegen auf dem Konto. Da muss sich was bewegen. Ich habe einen Kaffee mit schwarzem Loch in der Mitte. Oh, schließt sich gerade. Schade, sah gerade eben noch richtig gewaltig aus. Mächtig gewaltig, Egon. Es muss was passieren. Kommentare, auch wenn es 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ist, ist auch real. Alle die Jahre, Hauptsache ein Kommentar. La la la. Und eben Bewertung. Daumen hoch, runter, wie auch immer. In diesem Sinne, bis gleich. Nach dem Frühstück. Ich finde nicht, dass es übertrieben ist, wenn man sie in einer Interaktion sieht mit fremden Kindern. Mit ihr fremden Kindern.
Ja, aber so im Alter denkt man manchmal, naja. Ich finde, das ist natürlich, also wenn ich persönlich mit ihr unterwegs bin, ich komme ja mit ihr klar. Aber ich weiß ja auch ihre Eigenarten. Plus für jemand Fremdes wird das natürlich eine ganz andere Aufgabe sein. Ja, und dadurch, dass wir sie erkennen, ich meine, uns hat es ja diese Probleme nicht mit ihnen. Meinen Sie, das ist so links? Ich habe aber ein Problem damit, tatsächlich sie aus der Situation rauszuholen. Ich auch. Zu sagen, stopp. Man kann nicht mit ihr reden. Stopp. Hör jetzt auf, mach das nicht. Mhm. Stopp. Nicht so rumkaspern, lauf ordentlich. Das kann sie nicht. Das geht nicht, sie ist dann drin und das war's. Das ist ihr stereotypes Verhalten, wo sie sich selber mit beruhigt. Und dann nehme ich sie, in den Arm, habe ich da auch gemacht, habe sie dann beiseite genommen, habe sie in den Arm genommen, aber es geht nicht. Sie hängt dann immer noch so und geht dann weiter. Und will dann immer, schaukeln dann ja so. Will dann immer zu Anouk so. Mhm. Zieht dann weg von mir so. Irgendwelche Geräusche, irgendwelche Laute macht sie denn? Du kriegst sie nicht raus aus der Situation, außer du beendest die gesamte Situation. Sprich, du gehst. Sagst, okay, tschüss, Anouk, und dann weg, ja, und dann raus, weg. Ich krieg sie da auch nicht raus. Man kriegt sie nicht raus. Keine Chance. Sträubt sich mit aller Kraft dagegen. Das merkt sie ja auch gar nicht. Nee, sie verfällt ja auch kurioserweise, denn irgendwie. Man kommt an zu der Gruppe, da ist alles noch normal. Und sobald man dann guten Morgen sagt oder irgendwas, dann geht sie in ihre Situation rein, da, in ihr Verhaltensmuster. Springt sie. Und macht dann das Baby. Wie sie zu mir gesagt hat, den Klassenclown. Hat sie gesagt, bei Bayer. Ich bin der Klassenclown. Ich sage, genau das wirst du nicht sein. Du wirst nicht der Klassenclown sein. Will sie auch gar nicht. Sie will gar keine Aufmerksamkeit. Das ist bloß, weil sie halt lustig der aussieht und alle mitmachen. Und nein, das ist, weil sie dann ablenkt von ihrem Unsicherheit. Sie will nicht lustig, die will nicht auf der Bühne stehen, die ist kein Clown. Das will sie gar nicht. Die will nicht lustig wirken und ach, jetzt mögen mich alle. Ist das, nee. Das ist in der Situation nicht. Das macht sie vielleicht dann auf dem Spielplatz. Ja, wo sie dann Kontakt dadurch will. Aber da in der Situation ist das was komplett anderes. In der Situation will sie von sich eigentlich abwenden, irgendwie weg und weiß nicht, also von ihrer Unsicherheit, die muss sie verstecken. Sie kann es nicht verstehen, dass man einfach nur dabei steht und wartet mit den anderen. Ja, und das hast du halt mit einem sechsjährigen Kind, kannst du reden, und wenn irgendwas ist, kommst dran, kommst du nicht ran. Ne? Ja. Man kann ja schon mal mit Skadi ein bisschen diskutieren, oder sagt sie zwar wenigstens nein, aber das geht bei ihr gar nicht, kommt nichts ran. Das wird noch eine interessante Aufgabe auf alle Fälle mit. Ja, und ich finde jetzt, je älter sie wird, desto mehr merkt man es tatsächlich auch. Ne? Das spielt so wunderschön drüben. Also wenn sie wirklich alleine ist, kann die wunderschön spielen und da erzählt Geschichten, baut, macht, tut. Wenn man sie vom Computer setzt, dann kann sie auch stundenlang Computer gucken. Das geht auch. Das ist aber genau das Falsche eigentlich. Kann sie gar nicht verarbeiten. Genau, weil sie es gar nicht verarbeitet. Ganz oft, wenn sie dann Filme alleine guckt, wie aufgebracht sie ist. Ja, also das hört dann auch nicht auf sie. Alles, was sie macht, macht sie eigentlich... ja. Manisch möchte ich nicht sagen, aber schon sehr intensiv. Konzentriert, ja. Alles, auch wenn sie zeichnet, natürlich sehr pedantisch sogar beim Zeichnen und sowas. Da muss ich auch ein bisschen lachen. Genau, wir waren ja in diesem Babyladen, da gab es einen Spieltisch. Ja, also dann kannst du hier spielen. Ja. Weißt du, was sie gesagt hat, als ich sie abgeholt habe? Ich guck mal, was ich hier Schönes gespielt oder gemacht habe. Guck mal, ich habe alles sortiert. Guck mal, ich habe alles sortiert. Oh Mann, ey. Das hast du. Hast du gekocht. Ach Mensch. Na, wird schon werden. Immer weiter fleißig üben. Ich muss auch immer mitnehmen, früh morgens zur Schule. Also nicht immer, sondern immer mittwochs. Da weiß sie Bescheid. Sie hat frei und sie kommt mit. Das muss auch ein kleines Ritual werden. Und dann ist es in Ordnung. Und wenn sie irgendwann mal Schule hat, muss auch die Schule zum Ritual werden. Ja.
aufstehen, losgehen, feste Zeiten in der Schule. Es wird ihr gut tun, das wird ihr aber gut tun, dass in der Schule wirklich feste Zeiten sind. Für das Essen, das ganz fest ist und immer alle durchgetaktet, der Tagesablauf. Was in der Kita hat sie das ja jetzt gar nicht. Sie hat überhaupt keinen Tagesablauf. Sie hat vielleicht ein Essen irgendwann, so mittendrin, aber es ist keine Struktur in der gesamten Kita, weil ja alle Räume offen sind, jeder ist überall irgendwie. Was passiert da? Ich setz mich hin. Gut, der Kaffee ist alle, ich gehe jetzt in den Keller. Den Keller ausräumen. Ja, liebe Leute, erster Tag im Keller. Ein bisschen länger. Heute wird entrümpelt. Und zwar kommt hier hinten, haben wir einen Sammel. Fahr ich jetzt, das bringe ich jetzt raus. Und dann fahren wir dann zusammen weg. Fangen wir an. War eine gute Position. Einfach mal schauen. Wagen ist voll, auf zur BSR. Achso, jetzt. Okay, jetzt ich habe für dich einen Helm mit. Ein Helm? Ja. Denn. Achso, jetzt hat er sein Häppchen mit. Ich kann ja auch so. Oh. Ich wollte nämlich eigentlich, wenn wir von der Höhe kommen, den gleich wieder abliefern. So. Da musst du wissen, musst du gucken. Naja, werden wir gucken. Das ist voll Fälle. Mir fiel jetzt noch ein, der Keller von Rossig, hast du das, weißt du Bescheid jetzt? Ich dachte, das ist nichts. Ich war bisher nur Krankenhaus. Okay. Aber da fällt dir auch nicht ein, sondern... Achso, du meinst, wenn da was drin ist? Ja. Ja, du bringst mich jetzt in Stand. Ja, dann machen wir nächstes Jahr. Sozusagen. Er kommt ja immer wieder. Du, wie gesagt, die Leute, ich fahre nach runter, dann liegt doch immer wieder was da. Jetzt war ein Teil von dem Keller, ein Teil aus diesem Nachlass von der Spaßfamilie da oben. Von denen, die sich permanent so, in der Haare haben. Mal bitte um die Ecke. Da kommt einer. Aha. Jetzt kommt keiner. Ja. Na, jetzt bitte. Und? Kicken. Kommt keiner. Gut, danke. Reicht doch. Ja, das ist lange her gewesen. Ne, so lange nicht. Ferraris fahren hier nicht mehr. Alter, ja, du stellst sie jetzt hinten an, auch wenn du Mercedes fährst. Wegen, Freundchen, Mutter, ja? Sie sehen. Spacken, da. Ist das Messer, da. Da kann er kaum unter der Mütze durchgucken. So. Ja, was gibt's noch? Und wieder einmal fahren wir mit einem Robin-Auto zur Mülle. Zur B, S und R. Ja, B, S und R. Dürfte ich da schon war in letzter Zeit. Ey, jetzt hat der Horst endlich die Puppe abgeholt. Die Puppen. Puppen. Tommy, ich komme am Mittwoch 11 Uhr das Zeug abholen. Okay. Ich sag, ja, hast du aber Glück gehabt, du. Halb 12 ist es auf der Kippe. Ja. Ohne Sicherungsbus. Ist ja schrecklich. Und? Aber dafür habe ich ein Chamäleon. Den kann in drei Spiegel gleichzeitig kommen. Ja. Merkst du, wenn es hinten höher wird, bist du zu weit gefahren.
Hallen auf, was hier. Wohlstandsgesellschaft, was hier alles weggefeuert wird. Unklar. Möchte ich wissen, wir haben bestimmt richtig schöne Sachen auch weggeworfen. Nicht nur so. Wir haben ja echt Müll gebracht. Wir sind ja auch von gestern. Naja, der Müllhof. Den Koffer finde ich ja gut. Das glaube ich dir. Der ist klasse. Ich dachte, da passt du drin, aber passt ja nicht. Sieht nur so aus. Normalerweise. Ach, guck mal, mit Verriegelung hier die Schlösser. Zack, guck. Zack, dann kannst du nicht aufheben. Cool. Denn einer Typ da hat auch einen ganz interessanten Kommentar zum letzten Video gegeben, der immer so ewig lange auf Vorträge da hält. Guck ich mir an, warte, nicht sagen. Das ganz nett, finde ich. Der Heise, ne? Ja, genau. Mit einem ganz guten Blick auf die Der weise Heise. Ja, der hat einen guten Blick auf die Dinge. Natürlich. Sehr interessant. Ja, was sagt er? Vielleicht soll man nicht so blöd anstellen. Über Schule, über Schule. Ach so, ja, klar. Über Leistung. Naja, Leistung, Leistung. Wird ja auch alle drüber bewertet. Ja, aber es hat mich ein bisschen an dich erinnert, ehrlich gesagt. Ja? Mhm. Schon wieder einer abgesprungen. Scheint so gleich aus dem gleichen Holz geschnitzt zu sein wie du. Ein Kommentar, der einzige Kommentar. Der einzige Kommentar. Warum schreibt ihr so wenig Kommentare? Kinder schreibt. Och, aber gleich so einer. Ja. Mann, meine Fresse. Und mehr Ansehen seiner. Oh. Ganzen Vortrag habe ich gesagt. Mensch, da musst du mal die Kommentare in ein Buch zusammenpacken. Der holt alles raus. Ja, aber ist ja gut. Einer, der sich richtig Mühe gibt. So, natürlich wollen die Eltern immer das Beste fürs Kind. Ja. Naja, ja. Entschuldigung, Lehrpläne, um es aufs Beste umzusetzen. Und sie inhaltlich räumlich persönlich entsprechen. Ja, hey, Meno. Meno. Das bist so du. Was bin ich? Freue mich noch immer darüber, mich meine Schulzeit nachhaltig dagegen gewehrt zu haben. Darfst du doch nicht verraten. Ja, so war ich auch. Das kam meinen Eltern aber nicht. Die wurden dann in die Schule zitiert. Ich bin ja im Sozialismus groß geworden und da habe ich oft dafür gesorgt, dass. Unterdurchschnittlich. Da hebe ich mal einen Daumen nach oben für den Kommentar. Schon alleine fürs Schreiben, das ist genauso wie ihr 1 Euro bieten solltet, schon alleine für das Einstellen von meinem ganzen Fahrradrahmen. Das gehört sich einfach so. Hier überall hängen ja, so Zettel. Und natürlich weiter. Kaufen alle Fahrräder, egal was. Wie überall hängen Zettel, kaufen alle Räder. Hier an unserer Posttür. Da können Sie meinen ganzen Laden kuchen. Bin ich doch noch Millionär. Super ab. Ach, ist nicht wahr. Muss man nicht bringen. Ja, ist ein netter Kommentar. Ist ein netter Kommentar. Ist gut geschrieben auch. Ist wirklich gut. Freut mich. Danke für diesen Kommentar immer oder für deine Kommentare. Zeugt davon, dass ich auch, dass es auch Menschen gibt, die sich ein bisschen den Kopf machen um die Videos drumherum. Ne? Also sich nicht einfach nur so berieseln lassen, so wie man das bei vielen anderen Videos natürlich machen kann. Bei mir ist ja nicht so, zum Berieseln ist das nichts, was ich mache hier. Das ist mir schon klar. Ich bin nicht unterhaltsam in dem Sinne, ja, oder kurzweil unterhaltsam. Sondern das ist schon was, worauf man sich einlassen muss, wenn man sich die Videos anguckt. Und dann, ja, da ist schon ein bisschen Story hinter, sozusagen. Also die Story unseres Lebens. Danke fürs Begleiten, danke fürs Kommentieren auf alle Fälle. Ja, liebe Leute, waren wir ja bei der BSR gewesen, gerade alles weggebracht und da habe ich den Koffer gefunden. Ja, auf dem Müll lag der. Der schöne Koffer, englischer Koffer, Traveler, Vollleder, innen und außen. Wunderschön. Jo. Kannst du mir noch einen Gürtel ziehen? Aber ich will einen. Also mit Butter. Ja. Will ich ja auch, aber ich meine bloß für die Suppe, damit ich das Brot mitessen kann. Butter. Dankeschön, Papa.
Teller fehlt. Weg ist er. Oh. Was für ein Chaos. Heute zwei Elektriker da gewesen. Der eine will es nicht mehr machen, den Anschluss oben in der Wohnung für Starkstrom. Der andere sagt, ja, erstmal sehen, wo der, ach naja, erstmal muss die alte Leitung abgeklemmt werden. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Kriegen wir schon geregelt hier. Nachdruck vom alten Kochbuch ist noch da. Hier, Mathilde Erhard, großes illustriertes Kochbuch. Ja, sowas ist noch da. Kommt hier oben rein. In den Trödel. Das Trödelkonvolut. Jo, und dann hier Computer. Ja, da bin ich allerdings gespannt hier. Das ist ein Sony, riesengroßes altes Ding. Die sind ja eigentlich richtig gut. Müsste auch noch ein Sony-Ding sein hier, wa? Ja, genau. Da bin ich mal gespannt, ob die Dinger noch anspringen. Mach ich den erstmal sauber. Was schätzt du, läuft er oder läuft er nicht? Nee. Wieso nicht? Think positive. Ging der überhaupt ohne Akku? Das weiß ich nicht. Also nur mit Netzteil? Die alten waren ja eigentlich dafür ausgelegt, ne? Noch. Ey, Quatsch, hier war der. Achtung. Ah, er lädt schon mal nicht. Da kann er nicht. Irgendwo. Ich kann auf. Boah, ist hier dreckig. Aber hier fehlt ja schon alles. Eine Taste fehlt. Oh, er springt an. Oh. Ah, ich kann mich noch entsinnen. Ich hab den geliebt. Das war ein guter Computer. Ja, der stand immer auf diesem kleinen Tischchen, was wir hatten. Ah, also ja, das Display läuft. Das Display hat zwei Fehler. Nicht tot zu kriegen. Ja, sagt das nicht. Unser war am Ende tot. Oh. Ja, gefunden im Müll, ne? Das ist doch gut, oder? eBay Monster Jobs News. NTV zählt heute. Das ist typisch die. Ach, ist ja herrlich. Ausschalten. Und der läuft. Als einziges fehlt eine Taste hier. Was ist denn das für eine? Ah, diese. Löschtaste, ja. Die alten finde ich schön gut. Hm. Jetzt haben wir noch einen Computer am Angebot. Nämlich den Sony. Einen alten. Auch einen alten. Auch einen guten. Na, ich erbt. Oh, da sieht der ranzig aus. Da. Abgefuckter Sony. Wenn ich aufmache, dann bricht auch auseinander. Ach du Scheiße. Wo man ja solchen Schutzprogramm. Der Team mal gehabt. Das ist schon toll, wa? Also, hoher Teig, aber selten gesehen. So ein abgefuckt. Ich dachte, meine sehen schlimmer aus, aber wenn ich das sehe hier. Das ist meine absolute Lieblingsfarbe. Die hier? Das ist übrigens Marlies, das ist absolute Lieblingsfarbe da. Und diese hier sind hervorragend. Diese Pastelldinger. Das ist toll zum ins Gesicht reinmalen. Ich dachte, ich meine Computer sehen schlimm aus, aber das ist ja wirklich hier die Krönung bis jetzt. Ich habe noch nie so einen schlimmen Computer gesehen. Uni. Achtung. Puff. Achtung, ich gebe Strom. Ja, puff, genau. Wo ist denn hier hin? Uni. Vorne, hinten? Hinten diesmal. Oh, leuchtet. Ich werde verrückt, ey. Leuchtet, oh, Kontrollleuchten leuchten. Läuft auch, Lüfter läuft. Display, da. Oh, guck an. Guck, oh, schön, hast du verpasst.
zeig das mal abgebrochen. Windows wird gestartet, ich fasse es nicht. Gitte verführt. Geben Sie Ihr Kennwort ein. Gottes Willen. Was denn hier? Mach weiter. Hier, Fragezeichen hier. Achso, nee. Also, hier. Guck mal. Guck mal. Nein! Ich hab den Computer geknackt! Ist nicht der Ernst! Ist nicht der Ernst! Der Kennwort. Kennwortgeschützter Computer und daneben ist. Der Kennwort-Hinweis. Da konntest du draufklicken, da stand dann da Komma. Und jetzt gebe ich ein Komma ein und das war richtig. Also was den Scheiß, ich weiß es nicht. Bitte? Das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass. Gib mich doch mal ein Komma ein. Bup, Komma, fertig. Der Tipp ist ja wie, das glaubt doch kein Mensch. Der kennt man. Komma. Ein Punkt. Ist das nie im Leben. Also wenn man da auch nicht kommt, also was für ein Spaßsinn. Das kann nicht sehr geheim sein, also wird ohne Stroh sein, denn. Was der Computer hier annimmt als Kennwort. Ein Zeichen. Mit Fraktale. Tja, bin auf alle Fälle begeistert. Ich habe zwei Computer im Müll gefunden, die funktionieren. Dieser trendigen Musik verabschiede ich mich für heute. Von euch war ein aufregender Arbeitstag. Ich habe viel gemacht, viel geräumt und zwei Computer gefunden, einen Aktenkoffer gefunden, mit einem USB-Stick drin gefunden, zwei Vorhängeschlössern, alles gefunden. Ja, finde ich gut, freue ich mich sehr. Also bis dann. Ciao, bis morgen, euer Tommy.